Schnappt euch was zu knabbern und zu trinken, lehnt euch entspannt zurück und genießt die Show. Denn es ist wieder einmal Zeit für Let's Play Phoenix Wright Ace Attorney. Ja, und wir befinden uns vermutlich in dem letzten Part vom Let's Play. Ich habe vermutet, dass der letzte Part, den ich hochgeladen habe, der letzte Part ist, aber nein, er war es nicht. Das wird vermutlich der letzte Part sein, denn durch eine unerwartete Wendung haben wir herausgefunden, dass Emma Sky die Mörderin vom Neil Marshall ist. Und ja, dass es zu so einer drastischen Wendung gekommen ist, hätte ich mir nie erwarten können. Hust, hust, weil ich das Spiel ja nicht kenne. Hahaha. Nee, Spaß. Ernst bleiben. Wir haben auch herausgefunden, dass Edgeworth einen Unschuldigen zum Tode verurteilt hat. Der, was zwar ein Serienmörder war, aber der nicht an Neil Marshalls Tod schuld war. Er hat Beweise gefälscht, um einen Unschuldigen, unter Anführungszeichen, er wird unschuldig genannt, ja, ins Gefängnis und und auf den Todesstuhl zu bringen. Aber was rede ich denn hier lange rum? Starten wir das Spiel einfach, denn wir wollen ja schließlich mal auch zum Ende kommen, oder? Ach ja, es wurde eine Pause eingeleitet, weil das Gericht wahnsinnig geworden ist durch dass Edgeworth einen Unschuldigen auf den Todesstuhl gebracht hat. 25. Februar, 12:06 Uhr, Bezirksgericht, Angeklagtenzimmer Nummer 2. Tut mir leid, Edgeworth. Ich wollte Sie nicht in Schwierigkeiten bringen. Machen Sie sich keine Sorgen. Das ist mein Problem, nicht Ihres. Ich hoffe, ich störe nicht, Jungs, klar? Oh, anscheinend doch. Ich komme später wieder. Oh, Inspektor Gumshoe, was gibt's? Sie haben vielleicht Nerven, Junge, einen Inspektor im Dienst so herumzuscheuchen, klar? Und dann bestellen Sie sie mich auch noch her. Was sind denn das für Grabeschminen? Ich denke, das ist Lana. Das ist Lana. Denke, es ist Lana, für die Sie Aufträge erledigen. Ich sag's Ihnen, das war das letzte Mal, Junge, klar? Hier, sie bat mich, Ihnen das zu geben, falls der Prozess heute unterbrochen wird. Beweisrecht? Edgeworth sprach erst neulich davon. Sollten die zwei Regeln des Beweisrechts kennen. Regel 1. Kein Beweis soll ohne Genehmigung der Polizei vorgelegt werden. Stimmt das, Herr Wright? Sieht so aus. Wirklich, Sie hätten das Beweisrecht besser studieren sollen. Die Generalstaatsanwältin möchte, dass ich Ihnen eine Nachricht überbringe. Klar? Eine Nachricht? Sie sagte, wenn Sie es mit ihm aufnehmen wollen, brauchen Sie dieses Buch. Ihm? Ich glaube, ich sollte das Buch genau durchlesen. Beweisrecht sicher in der Tasche verstaut. Ich glaube allerdings nicht, dass Ihnen das Buch jetzt etwas nützen wird, klar? Alles, was jetzt noch bleibt, ist die Verurteilung der Generalstaatsanwältin. Da liegen Sie aber falsch, Inspektor. Hä? Haben Sie es immer noch nicht verstanden? Warum ich immer noch im Stuhl der Staatsanwaltschaft sitze? Trotz aller Anschuldigungen, die mir an den Kopf geworfen wurden? Edgeworth. Der eigentliche Prozess hat noch gar nicht begonnen. Was, aber was können wir noch tun, klar? Ihre Glaubwürdigkeit, ist dahin wegen falscher, Beweise, von denen sie nicht wussten, klar? Emma Sky fand heraus, dass sie unabsichtlich einen Mann getötet hatte. Und jetzt, erzählen Sie mir, Sie wollen noch mehr, klar? Sie wollen mich wohl veräppeln, Junge, klar? Sie haben nicht verstanden, Inspektor. Lana hat Inspektor Goodman nicht umgebracht. Sie hat nur ein Messer in die Leiche gestoßen. Das heißt, der wirkliche Mörder läuft noch rum. Was? Und wir werden ihn entlarven. Egal, was es kostet. Dieser Fall hat zu viele Menschen verletzt. Er muss beendet werden. 25. Februar, 12:52 Uhr, Bezirksgericht, Gerichtssaal Nummer 9. Murmel, murmel, murmel. Klopf. Das Gerücht versammelt sich erneut zur Verhandlung des Falls Lana Sky. Herr Edgeworth. Ja, euer Herren. Der Anhörungsausschuss wird für eine harte Strafe für ihr Vorgehen enthalten. Vielen Dank für diese Information, euer Herren. Ja nun, normalerweise ruft die Anklage jetzt einen Zeugen auf. Aber, Hust, Hust, es fällt mir nicht leicht, das zu sagen.
Sehen Sie, es wird angenommen, dass Herr Edgeworth vielleicht eine Abmachung getroffen hat. Sie denken also, ich könnte die Zeugen beeinflusst haben? Das habe ich nicht gesagt. Es ist nur, verstehen Sie, die Gerüchteküche brodelt und nun gut, euer Ehren. Ich habe eine Lösung. Eine Lösung? Wenn dem so ist, erteilen Sie der Anklage der Verteidigung die Erlaubnis, weitere Zeugen aufzurufen. Wie bitte? Aber das hat es ja noch nie gegeben. Es ist unbestreitbar, eine ungewöhnliche Regelung, aber eine sehr effektive. Das würde beweisen, dass ich keine Abmachung mit Zeugen getroffen habe. Nun, Herr Wright, was sagen Sie dazu? Unglaublich. Edgeworth hat einen Weg gefunden, den Prozess fortzusetzen. Sehr gut, die Verteidigung nimmt das Angebot der Anklage an. Klopf. Dann sei es so. Die, Verteidigung möge nun, nächsten Zeugen aufrufen. Herr Wright! Wissen Sie, dass Ihre letzte Chance, dass das Ihre letzte Chance ist, wenn Sie den falschen Zeugen aufrufen, ist der Prozess so gut wie vorbei. Die Verteidigung ruft, die Zeit ist reif für den wirklichen Mörder. Damon Gunt. Nimm das! Damon Gunt. Die Verteidigung ruft Damon Gunt in den Zeugenstand. Damon Gunt? Was hat er mit all dem zu tun? Als Partner der Angeklagten vor 2 Jahren weiß Herr Gunt aus erster Hand über das Verbrechen Bescheid. Ich denke, wir sollten uns anhören, was er darüber zu sagen hat. Was für ein Glück, dass er noch im Gericht ist. Es ist außerdem sehr unwahrscheinlich, dass ich ihn manipulieren haben könnte. Stimmen Sie dem zu, euer Ehren? Das ist wahr. Nun gut, Gerichtsdiener, bringen Sie bitte Herr Gunt in den Zeugenstand. Dreckige Rosebrille. Zeuge, bitte nennen Sie Ihren Namen und Beruf. Was soll das jetzt? Was soll das? Ist das ein Scherz? Ich wollte gerade essen gehen. Ihr Namen und Beruf, bitte. Worty, sind Sie sicher, dass Sie das tun wollen? Ihren Namen und Beruf, bitte. Also, Sie wollen es auf die harte Tour, ja? Bitte, bitte, Herr Gunt. Gut. Mein Name ist Damon Gunt. Ich bin der derzeitige Polizeichef. Gut, Polizeichef Gunt. Das Gericht würde gerne Ihre Aussage hören. Oh, righto. Was soll dieses grimmige Gesicht? Lassen Sie uns erst den Fall SL9 aufklären. Oh, Sie meinen, als Lanas Schwester diesen Staatsanwalt umbrachte. Persönlich glaube ich, dass doch schon alles klar ist. Es gibt immer noch einige Ungereimtheiten. Oh, welche zum Beispiel? Zum Beispiel die Rolle, dass Sie dabei Sie dabei gespielt haben. Mein Sohn, entweder sind Sie sehr mutig oder sehr unklug. Ist Ihnen klar, dass ein Polizeichef alle möglichen Waffen zur Verfügung hat? Waffen? Sicher, meine Aussage zum Beispiel. Ich muss sie nicht machen, wenn ich nicht möchte. Was? Stimmt das? Ich befürchte ja. Der Polizeichef hat das Recht, die Aussage zu verweigern. Natürlich ist so etwas mit gewissen Risiken verbunden. Keine Angst, ich bin nicht hier, um Ihren Prozess zu behindern. Aber vergessen Sie nicht, wenn sich das als eine große Zeitverschwendung herausstellt, ich habe Sie gewarnt. Klopf. Nun gut, der Zeuge möge also mit seiner Aussage beginnen. Der Fall SL9. Wenn ich mich recht entsinne, verhörte Neil und ich ihn an jenem Tag. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir machten einen Fehler. Der Stromausfall half auch nicht. Als ich in mein Büro ging, fand ich dort Lana vor. Offensichtlich hatte sie den Tatort schon vorbereitet. Wie Sie sehen können, hätte ich mit dem Falschfälschen nichts zu tun. War das, als Stark festgenommen wurde? Er lag am Boden bewusstlos. Als Neil von Emma geschubst wurde, muss sich Dark den Kopf angeschlagen haben. Ich verstehe. Das sieht alles ziemlich eindeutig aus. Wenn der Polizeichef das Recht hat, die Aussage zu verweigern, dann schlage ich besser schnell und hart zu. Der Fall SL9. Moment mal! Ich glaube, an jenem Tag fand die Polizei wohl eine Feier statt. Ja, das stimmt. Ich bin ein wirkliches Arbeitstier.
Nachdem Neil die Trophäe gewonnen hatte, war er auch ein ganz heiß darauf. Das hatte Dark wahrscheinlich Angst gemacht und so ist er abgehauen. War die angeklagte Lana Sky auch anwesend? Ich weiß nicht mehr genau. Zumindest war sie nicht da, als Dark weglief. So, das brauchen wir nicht angreifen, das ist unwichtig. Moment mal! Können Sie uns schildern, was Sie sahen? Es war ein schockierender Anblick. Neil und der Serienmörder lagen ineinander verschlungen auf dem Boden. Dark lag auf dem Boden. Ja, wahrscheinlich hatte er sich den Kopf angeschlagen und war bewusstlos. Daneben waren die beiden armen Mädchen, Lana und Emma. Lana hielt Emma in den Arm. Wenn ich jetzt zurückdenke, sie muss schon gewusst haben, was ihre Schwester getan hat. Moment mal! Woher wissen Sie das? Wegen der Leiche des Opfers. Sie war schon bewegt worden. Also heißt das? Sie fanden die Leiche neben Lanas Schreibtisch. Das ist richtig. Ich dachte, Sie sagten vorher, es wäre meine Rüstung gewesen, die den Staatsanwalt wirklich ermordete. Ja. Wie dem auch sei. Moment mal! Sie sagen also, die Fälschung hätte schon stattgefunden, als Sie in Ihrem Büro kamen. Das ist genau das, was ich sage. Ich verstehe, wie sich Lana gefühlt haben muss, aber eine Leiche zu bewegen und Beweise zu verbergen, das ist unverzeihlich. Ist es das, was wirklich passiert ist? Den Zeugen anzustarren bringt nichts, Herr Wright. Wenn Sie schon etwas anstarren wollen, dann am besten die Gerichtsakte. Walty Walty, immer ein geschickter Redner. Aber welches Beweismittel überführt Gant der Fälschung? Lana hat zugegeben, dass sie Beweise gefälscht hatte. Aber das ist bestimmt nicht die ganze Wahrheit. Irgendwie muss ich Gant mit dem Vorfall in Verbindung bringen. So Leute, er sagt, er hat nichts mit dem Fälschen zu tun. Es gab da aber einen Widerspruch drinnen. Andere Hälfte in Gans Schreibtisch gefunden. Wenn er nichts mit dem Fälschen zu tun hat, warum er die Beweisliste weggegeben? Einspruch! Sie behaupten also, Sie hätten mit der Fälschung nichts zu tun gehabt? Aber ich befürchte, dass sich Ihre Behauptung nicht halten lässt. Erklären Sie sich. Es wurden mehrere Beweismittel in Ihrem Büro gefunden. Nehmen Sie zum Beispiel diese Liste. Das ist die Liste, auf die Emma Sky ihr Bild malte. Sie wurde in Ihrem Schreibtisch gefunden. Nicht nur das, ein Stück von dieser Vase aus Ihrem Büro. Wurde in Ihrem Tresor gefunden. Wo wurden sie gefunden? Sehen Sie, Polizeichef Gant, diese Beweismittel, die in Ihrem Büro entdeckt wurden, sind beide eindeutige Beweise dafür, dass Sie auch eine Rolle bei diesen illegalen Ermittlungen spielten. Klopf, Polizeichef Gant, was soll das heißen? Ho, ein Strafverteidiger, der es sogar mit Worte aufnimmt? Geben Sie also zu, dass Sie mit der Fälschung zu tun hatten? Wer, ich? Oder meinen Sie etwas Sie? Ich? Warum sollte ich etwas damit zu tun gehabt haben? Nun, Sie waren der Einzige, der in meinem Büro herumschlich, als Sie die Beweise fanden. Staatsanwälte sind nicht die Einzigen, die Beweise fälschen können, wissen Sie? Strafverteidiger können das auch. Nicht wahr, Raito? Wie auch immer, Inspektor Gumshoe war bei der Ermittlung dabei. Warte, mein Junge. Nicht einmal Inspektoren sind vom Recht befreit. Seien Sie versichert, Dick wird seine gerechte Strafe erhalten. Was? Wenn Gumshoe halt noch weniger wird, muss er fürs Arbeiten noch zahlen. Ja nun, da der Inspektor anwesend war, sagen Sie bitte zu den Beweismitteln aus, die in Ihrem Büro gefunden wurden. Und zu deren Zusammenhang mit der Beweisfälschung am Tatort. Oje, oje. Heutzutage wissen Kinder nicht mehr, wie man 2 und 2 zusammenzählt. Jetzt muss ich erstmal was trinken. Beweise und Fälschungen.
Lassen Sie mich sehen, was war... Was war es noch? Ein Stück Vase und eine Liste. Soweit ich weiß, hätten Sie diese Sache in meinem Büro bringen können. Sie können sowieso nicht beweisen, wann diese Beweise gefunden wurden. Wenn sie nach Darks Verurteile gefunden wurden, dann sind sie wertlos. Es gibt keinen Grund, warum ich bei meiner Fälschung hätte mitmachen sollen. Den Tatort zu verändern, hätte mir überhaupt nichts geholfen. Herr Wright. Ja, Euer Jan? Bei der Untersuchung des Tatorts? Hätten Sie sich besser an die Regeln halten sollen. Sie wissen doch, dass ich der Polizeichef bin, oder? Dass wir den Nachspiel haben. Oh. Ich werde wahrscheinlich sogar Anklage erheben, damit Sie daraus lernen. Ich bitte um Entschuldigung, aber könnten Sie damit bitte bis morgen warten? Heute ist nun, wissen Sie... Nun gut, Archie. Als Gegenleistung aber? Ich weiß. Am gleichen Ort, ja. Hä, sind das Telepathen oder wie? Beweise und Fälschung. Soweit ich weiß, hätten Sie diese Sachen in mein Büro bringen können. Moment mal! Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie diese lächerliche Anschuldigung lassen würden. Ja, Sie haben recht. Sie hätten nicht den Mut, so etwas zu tun. Was? Neulich, wissen Sie, brach ich bei einer Ranch ein und stürzte... Herr Wright, was erzählen Sie da? Sie können jedenfalls nicht beweisen, dass Sie die Beweise nicht hineinbrachte, oder? Wenn Sie das Gegenteil beweisen können, werden Sie es später brauchen. Später? Wovon reden Sie? Wovon ich rede? Ich rede davon, wenn Ihre Fingerabdrücke gefunden werden. Ja, wenn sie in meinem Tresor gefunden werden. Was Ihre Ermittlungen illegal? Ich habe noch nie einen so schleimigen Typen erlebt. Moment mal! Was wollen Sie damit sagen? Alles rein hypothetisch natürlich. Aber nehmen Sie an, ich hätte die Sache in meinem Tresor getan. So etwas würde nicht zwingend eine Fälschung bedeuten. Einspruch! Wenn das Verstecken von Beweisen von Tatort die Fälschung bedeutet. Ich bin noch nicht fertig, Herr Wright. Es hängt alles davon ab, wann die Beweise gefunden wurden. Moment mal! Wollen Sie damit sagen, dass dieses Stück der Vase bei der ersten Ermittlung nicht gefunden wurde? Anscheinend nicht. Es stand zumindest nicht auf der Beweisliste. Möglicherweise wurde es am Tag nach Darks Verurteilung gefunden. Einspruch! Oh, wäre das nicht praktisch? Right. Der Polizeichef spricht von einer Möglichkeit, solange Sie es nicht ausschließen. Sind Ihre Bemerkungen, egal wie clever Sie sind, reine Zeitverschwendung? Sagen Sie mir etwa, dass ich nicht weiß? Kommen Sie, Herr Wright. Denken Sie darüber nach. Moment mal! Wie können Sie mir ins Auge blicken und so etwas sagen? Weil ich unschuldig bin. Erinnern Sie sich, wer hat Neil ermordet? Ich bin mir nicht sicher, ob mir das Wort Mord hier gefällt. Aber letztendlich ist die für Herrn Marshalls bedauerlichen Tod verantwortliche Person Emma Sky. Nun sehen Sie es jetzt. Moment mal, das ist, müsst ihr angreifen für den, für die Fortsetzung. Wirklich, Polizeichef Gant, zumindest haben Sie einen sehr großen Vorteil daraus gezogen. Oh, das war mir nicht bewusst, was ist also dieser Vorteil? Das ist natürlich Ihr Posten, Polizeichef. Oh, die Lösung des Falls SN9 garantiert Ihre Beförderung zu Polizeichef. Das ist an sich schon ein ausreichendes Motiv. Ho, 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 das war gut. Hä? Glauben Sie wirklich, ich sei so inkompetent? Was wollen Sie damit sagen? Sogar ohne diesen Fall hätte ich die besten Aussichten, der nächste Polizeichef zu werden. Die Lösung des Falls SL9 beschleunigte das Unvermeidbare ein wenig. Stimmt das, Edgeworth? Ja. Er sollte sowieso zum Polizeichef ernannt werden. Ah! Seien Sie vorsichtig, auf wen Sie mit dem Finger zeigen. Oder er zeigt bald auf Sie. Das heißt also, dass es nur eine Möglichkeit Motiv für Sie gab, Fälschung zu betreiben. Wenn Sie es nicht für sich taten, haben Sie es für jemand anderen getan.
Seien Sie nicht albern, Wardy, Sie kennen mich besser. Es gibt nur drei Personen, die mir etwas bedeuten. Ich und nochmal ich. Jetzt wissen Sie alle. Archie, dürfte ich meine Aussage ein wenig verändern? Aber natürlich, tun Sie es. Moment mal! Für Sie sprang nichts daraus. Entschuldigung, aber die einzige Person, die mir was bedeutet, bin ich. Das Mädchen, Lanas kleine Schwester, richtig? Wenn Sie denken, ich hätte Mitleid mit ihr, irren Sie sich. Sie haben recht. Sie haben kein Mitleid. Hart gegen Verbrechen und hart mit Leuten, so wurde ich erzogen. Bei sich selbst nehmen Sie es wohl nicht so genau. Ho, 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 ho! Der war gut, Wardy. Hätte für ihn etwas rausspringen können? Hätte er trotzdem seiner Selbstsucht jemandem geholfen? Komplizen denn natürlich. Es ist wahr, sie würden keinen Menschen um seinetwillen helfen. Aber wenn sie davon profitieren könnten, würden sie vielleicht jemandem helfen. Herr Wright, offensichtlich wollen Sie sagen, dass der Polizeichef ein netter Mann ist, der den Leuten hilft. Das meine ich eigentlich nicht. Oh, ich habe noch mein Eis hier stehen. Ist besser als Wasser. Nun gut, ich frage Sie. Wem würde Polizeichef Gant Ihrer Meinung nach beim Fälschen von Beweisen helfen? Wen nur? Na, Lana natürlich. Weil die waren ja immer so, die... Ja, die waren ja immer befreundet miteinander und so. Nimm das! Generalstaatsanwältin Lana Sky? Die Angeklagte? Ich denke, in Anbetracht der Tatsachen ist das ziemlich offensichtlich. Emma Sky wurde Opfer einer Reihe unglücklicher Zufälle. Wer außer ihrer Schwester Lana hätte ihr helfen wollen? Und Polizeichef Gant hätte auch einen Grund gehabt, Lana zu helfen, wenn sie ihn darum bat. Der Grund ist natürlich Eigengewinn. Eigengewinn? Was meinen Sie damit? Nachdem der Fall SL9 gelöst war, wurde Lana Sky Generalstaatsanwältin der Staatsanwaltschaft. Die Person, die dieses Stellwechsel arrangierte, war an Sie, Polizeichef Gant. Aber wie würde er von all dem profitieren? Er hätte die Generalstaatsanwältin wie eine Puppe in der Hand. Dadurch hätte er uneingeschränkt Befugnisse bei allen Ermittlungen. Wollen Sie damit sagen, dass der Polizeichef trotz seiner eindrucksvollen Erscheinung mit Puppen spielt? Oh Mann, ist der Richter wirklich so bescheuert, wie er tut? Oh, warten Sie! Sie meinen wohl Puppe im Sinne von über jemanden bestimmen, schon gut! Geben Sie es zu, Polizeichef. Sie halten Lana Sky dabei, Beweise zu fälschen. Ihr Motiv, Lana seine Ernennung zur Generalstaatsanwältin, sodass Sie sie kontrollieren konnten. Right, du mein Junge. Sie haben eine blühende Fantasie. Ich möchte Sie gerne etwas fragen. Was? Können Sie das beweisen, dass ich Lana kontrolliere? Sagt Lana beispielsweise, ich hätte so etwas getan? Lana. Sie sagt nichts, um Emma zu beschützen. Sie würde niemals gegen Gant aussagen. Ich befürchte, ohne Beweise sind das alles nur Mutmaßel. Oh, wurscht. Außer, es war auch in diesem Vorfall so. Dieser Vorfall? Welchen meinen Sie? Ich meine natürlich den Mord an Inspektor Bruce Goodman. Die Generalstaatsanwältin hat sich während der ganzen Prozess seltsam verhalten. Fast als ob sie jemanden kontrolliert hätte. Wardy, passen Sie lieber auf, was Sie sagen. Ich möchte nicht, dass Ihnen etwas zustößt. Was soll das bedeuten? Es bedeutet, euer Herrn, dass Polizeichef Gandhi den Mord an Inspektor Goodman verwickelt ist. Nicht nur das. Der Polizeichef hängt Lana den Mord an, um seine eigene Beteiligung zu vertuschen. Was? Murmel. Kopf. Ruhe, wirf sein Nummer sagen, Ruhe, ich sagte Ruhe, verflucht nochmal, ich werde den Saal räumen lassen, wenn ich Ruhe einkehrt. Verfluchte Bande. Herr Wright, Sie meinen das nicht im Ernst. Hä? Das ist eine Beleidigung des ranghöchsten Beamten der riesigen Polizeibehörde, dem Polizeichef der Erpressung. Und des Mordes zu beschuldigen? Das ist unmöglich. Euer Herr, ich habe nur wiederholt, was Herr Edgeworth sagt, in einfacheren Worten.
Zu spät, Herr Wright. Für uns gibt es jetzt hier kein Zurück mehr. Man könnte meinen, er hätte entschieden, der Sache auf den Grund zu gehen. Klopf. Können Sie das beweisen, Herr Wright, dass der Polizeichef ein ranghöher Polizeibeamter dem Mord verwickelt ist? Gute Frage. Trotz seines Rangs oder Titels ist Polizeichef Kant auch nur ein Mensch. Die Frage ist nur, ist er ein Verbrecher? Ich denke, das zeigen uns die Beweise. Ich verstehe. Also nun gut, zeigen Sie den Beweis, der Polizeichef Kant mit dem Mord an Goodman verbindet. Denken Sie daran, er sollte besser gut sein. Leute, denkt mal nach, wie haben wir den Tresor geöffnet? Mit einer Kombination, oder? Und diese Kombination ist der Schlüssel. Nimm das! Das ist das Ausweisverzeichnis. Ja, darin steht, wer am Mordtag den Beweisraum betrat. Es gab gestern eine Nummer, die wir niemandem zuordnen konnten. 7777. Tut mir leid, aber Sie können nicht beweisen, dass es meine Nummer ist. Es ist Ihre Nummer? Was? Wer wollen Sie das wissen? Der Tresor im Polizeichef Gans Büro lässt sich nur mit dir eine Kombination öffnen. Einer siebenstelligen Kombination. Sieben Zahlen? Sie meinen doch nicht. Ich befürchte schon, euer Herrn. Die Kombination ist 7777777. Die gleiche wie die übrige Ausweisnummer im Verzeichnis. Polizeichef Gans, Sie haben den Beweisraum am Tag des Mordes betreten. Ruhe! Ruhe! Wir sollen nochmal sagen, Ruhe, verflucht nochmal! Ah! Ah, jetzt habe ich mir mein Knie gestoßen, verflucht! Ah! Oh! Polizeichef Gant, was wollen Sie darauf antworten? Ah, nichts! Die Durchsuchung meines Büros bedeutet eine Verletzung der Regeln. Und ich verlange, dass Herr Wright aufs Höchste bestraft wird. Was? Duff. Aber im jetzigen Augenblick verlangt das Gericht eine Erklärung von Ihnen zum Einsatz des Ausweises. Klopf. Polizeichef Gant, Sie geben es also zu. Sie betraten den Beweisraum. Am Tag des Verbrechens. Na und? Ich bin der Polizeichef, ob Beweisraum oder Toilette. Welchen Unterschied macht es? Ich kann überall hingehen, wo ich möchte. Sagen Sie mir, als Sie den Raum betraten, waren Sie da alleine? Ich gehe immer alleine zur Toilette, so ist es auch mit dem Beweisraum. Inspektor Goodman hat Sie an jenem Tag nicht zufällig begleitet, oder? Natürlich nicht, warum sollte er? Ich hatte ihn tagelang nicht gesehen. Einspruch! Sie hatten ihn tagelang nicht gesehen, Polizeichef Gant. Ich befürchte, Sie haben sich gerade selbst verraten. An jenem Tag müssen Sie sich mit Goodman getroffen haben. Klopf, was wollen Sie damit sagen? Dieser Prozess soll Anna Sky Schuld beweisen. Einspruch! Das stimmt nicht, euer Herr. Dieser Prozess soll die Wahrheit ans Licht bringen. Wenn Polizeichef Gant an jedem Tag das Opfer traf, dann müssen wir eines herausfinden. Was geschah während des Treffens? Ein kurzer Schnitt. So, da bin ich auch wieder und jetzt geht's weiter. In diesem Fall, Herr Wright, muss ich Sie um einen Beweis bitten. Beweisen Sie uns, dass das Opfer sich am Tag des Mordes im Polizeirevier mit Polizeichef Gant auf Gant traf. Welches kann es nur sein? Wisst ihr's? Ich lasse auch ein wenig Bedenkzeit. Wenn man ein Polizeichef ist, dann muss man immer für seine Angestellten eigentlich da sein. Und wenn jemand einen Antrag zu stellen hat, muss der Polizeichef das persönlich lesen. Und was hat Bruce Goodman getan an dem Tag seines Mordes, das beweist, dass er den Polizeichef traf? Richtig, Leute! Verlustbericht! Nimm das!
Inspektor Gutmann hat seine Ausweiskarte am Tag des Verbrechens verloren. Oder genauer gesagt, Jake Marshall hatte sie geklaut. Also füllte er einen Verlustbericht aus. Er hätte diesen Bericht dem Polizeichef vorlegen müssen. Dennoch sind sie im Besitz des Berichts. Das heißt also, sie wissen nicht sicher, ob er ihn vorlegte. Er legte ihn vor. Sie fragen sich wohl, woher ich das weiß. Weil er den Beweisraum an jenem Tag betreten musste. Er musste es? Ja, um die Beweise zu überführen. Oh! Sie, Polizeichef Gant, händigen Inspektor Gutmann das Formular aus. Dann begleiten Sie den Inspektor in den Beweisraum. Ich begleite ihn. Nur so konnte Gutmann und sein Mörder den Raum betreten haben. Murmel, murmel, murmel. Lassen Sie mich raten, was Sie als nächstes sagen werden. Ich, der Polizeichef, ermordete den armen Gutmann. Mhm, genau. Aber Moment mal, der Polizeichef hätte ihn nicht zwingend zum Beweisraum begleiten müssen. Er hätte ihn einfach seine Ausweiskarte leihen können. Ja. Jetzt, da Sie es erwähnen, habe ich, glaube ich, sowas getan. Jetzt auf einmal. Tut mir leid, aber das ist nicht möglich. Dem Verzeichnis nach wurde Ihre Karte nur einmal benutzt. Aber Sie zeigten uns Ihre Ausweiskarte vorhin schon. Wenn Sie sie Inspektor Gutmann wirklich geliehen hätten... Duff! Wäre sie bei der Leiche gefunden worden! Nein! Wow, Super Saiyan Cheat Rage Modus! Wow, Kopf, 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 Polizeichef Ganz! Sie haben doch nicht... Der Mord wurde wahrscheinlich Hals über Kopf verübt. Keiner, der klar denken kann, würde einen Mord im Polizeirevier begehen. Nach dem Mord kontaktierte Selana Sky in der Staatsanwaltschaft. Warum? Um Inspektor Gutmanns Leiche zu beseitigen. Einspruch! Aber... Die Leiche des Opfers wurde in der Tiefgarage der Staatsanwaltschaft gefunden. Wie hatte er sie dorthin gebracht? Ich war den ganzen Tag im Polizeirevier, wissen Sie? Und alle wussten, dass Lana nach der Zeremonie in der Staatsanwaltschaft blieb. Alle außer mir, so scheint es. Aber Sie sind der Polizeichef. Das ganze Polizeirevier steht Ihnen zur Verfügung. Oh, Sie denken, ich sagte einfach einem Wachtmeister, dass er es tun sollte. Hey Sie, bringen Sie die Leiche zur Staatsanwaltschaft rüber, ich glaube nicht. Polizeichef Gant, Sie hinterließen alle Beweise, die wir brauchen. Und zu beweisen, wie Sie die Leiche zur Staatsanwaltschaft brachten, und die ganze Zeit dachte ich, es sei unnötiger Hinweis, der Platz brauchte. Wie hat der Polizeichef die Leiche transportiert? Herr Wright, zeigen Sie uns den Beweis. Um die Leiche des Opfers zu transportieren, benutzt der Polizeichef Gant das hier. So, meine lieben Freunde, ihr dürft wieder mal raten. Was könnte er nehmen? Ich gebe euch einen kleinen Tipp. Wo haben wir die Leiche gefunden? In einem Kofferraum, oder? Wunde wurde nach 12 Zentimeter langem Messer verursacht. Es gab einen einzelnen Todesursache, Blutverlust, Name. Wo haben wir das Auto? Wo haben wir die Leiche gefunden? Ganz recht, ein Edgeworths Auto. Also, Edgeworths Parkschein. Er hat die Leiche in Edgeworths Auto gepackt und Edgeworth hat sie selbst dorthin gebracht. Nimm das! Damit hat der Inspektor Gutmanns Leiche transportiert. Ein Parkschein? Miles Edgeworth? Sie meinen? Die Leiche wurde im Kofferraum von Edgeworths Wagen gefunden. Ich denke, es ist offensichtlich, was geschah. Die Leiche wurde in dem Auto transportiert. Sie meinen, ich habe die Leiche des Opfers gefahren? Genau. Aber warten Sie, sogar Sie wissen, dass ich nicht in meinem Büro zurückgefahren wollte, nachdem der Zeremonie an jedem Tag zu Ende war. Aber sie kam zurück, sagen Sie mir warum. Ah! Ich wurde darum gebeten. Von niemandem geringerem als Polizeichef Gant. Er sagte, ich sollte diesen Schraubenzieher in der Staatsanwaltschaft haben. Jedenfalls brachte ich ihn am Tag des Mordes zurück zur Staatsanwaltschaft. Sehen Sie also, was sie wirklich zur Staatsanwaltschaft brachte, war nicht der Schraubenzieher, sondern die Leiche des Opfers in ihrem Kofferraum.
Kopf. Inspektor Goodmans Leiche wurde im Kofferraum von Edgeworths Wagen transportiert. Ja, außer Sie haben eine andere Erklärung, Herr Polizeichef. Weshalb sollte Edgeworth sonst den Beweis eines erledigten Falls transportieren? Es gibt nur eine plausible Erklärung dafür, um die Leiche zu ihrer Komplizen zu bringen. Zu Fallana Sky! Ruhe, Ruhe, Ruhe! Wir sollen noch sagen, dass hier Ruhe einkehren soll! Verflucht nochmal! Blöde Bande! Was geht hier vor? Lassen Sie sich die unerhörten Vorwürfe der Verteidigung nicht widerlegen. Erinnern Sie sich nur an das Foto, das Frau Stein der Staatsanwaltschaft machte. Dieses Foto zeigt nicht, wie die Leiche in den Kofferraum zum Abtransport gelegt wurde. Es war genau andersherum. Das Foto zeigt, wie die Leiche aus dem Kofferraum geholt wurde. Polizeichef Gant, bitte sagen Sie etwas. Ich glaube... Ihre Zeit ist um. Meine Zeit ist um? Tut mir leid, Raito, aber Archie und ich gehen gleich zusammen essen. Wir müssen schnell machen, wenn wir noch rechtzeitig zum Frühspecial sein wollen. Einspruch! Aber das Kreuzfeuer ist noch nicht beendet. Erinnern Sie sich noch, was ich Ihnen vorher sagte? Ein Polizeichef hat alle möglichen Waffen zur Verfügung. Waffen? Wie das Recht, die Aussage zu verweigern? Ich werde mich darauf berufen. Was? Das ist kein Recht, auf das man sich beiläufig beruft. Es müssen einige Risiken bedacht werden. Einspruch! Sie werden also einfach weglaufen nach allem? Weglaufen? Bringen Sie mich nicht zum Lachen, Worty. Ich habe den alten Goodman erstochen. Das ist es, was Sie sagen, richtig? Wenn Sie zwingend Beweise hätten, hätten Sie sie schon vorgelegt. Nun, ich... Bedenken also, ich hätte Lana befohlen, die Leiche zu entsorgen. Wenn das so ist, dann zeigen Sie mir den Beweis und wir bringen es zu Ende. Ich sage es Ihnen noch einmal, Herr Wright. Damon Gunn ist der derzeitige Polizeichef. Dieses Gericht duldet keine Anschuldigung gegen ihn ohne Beweise. Nun, Herr Wright. Euer Ehren. Haben Sie konkrete Beweise, dass Polizeichef Gunn Goodman tötete und Frau Sky zwang, die Leiche zu entsorgen? Habe ich konkrete Beweise? Ich habe noch keine Beweise. Es bringt nichts, Beweise vorzulegen, von denen man selbst nicht überzeugt ist. Nein, Euer Ehren, im Augenblick habe ich keine handfesten Beweise. Sehen Sie, Archie? In diesem Fall, das Gericht muss Sie für Ihre Anschuldigung gegen den Polizeichef bestrafen. Was? Ich pokere nur, wenn viel auf dem Spiel steht. Offensichtlich war Fortuna heute mal wieder auf meiner Seite. Okay, Archie, ich überlasse den Rest Ihnen. Kurzer Schnitt. So, da bin ich auch wieder. Ich habe Sie vorher schon gewarnt, Herr Wright. Das ist die Beleidigung eines ranghohen Beamten unserer nationalen Polizeibehörde. Was? Einspruch! Duff! Fortuna, Vielleicht sollten wir ein Wörtchen mit ihr reden. Herr Edgeworth, was meinen Sie? Es gibt eine Dame, die ganze Wahrheit hinter diesem Prozess kennt. Wir hatten noch nicht die Ehre, an ihre Aussage zu hören. Eine Dame, die die Wahrheit kennt, eine weitere Zeugin? Mein Mangel an konkreten Beweisen bleibt nur noch die Zeugenaussage. Aber Polizeichef Gant hat sich auf seine Recht berufen, die Aussage zu verweigern. Es gibt noch jemand anderen, eine weitere Zeugin, der alle Fragen beantworten kann, die sich im Prozess ergeben haben. Jemand, der sich in diesem Raum befindet. Herr Edgeworth, wer ist diese Person? Warum fragen Sie mich, Euer Ehren? Haben Sie es vergessen? Die Verteidigung allein ruft heute die Zeugen auf. Klopf. Herr Wright, gibt es einen solchen Zeugen? Es kann sein, dass sie die Wahrheit nicht sagen will. Aber es gibt jetzt keine zurück mehr. Ja, Euer Ehren. Die Verteidigung ruft auf. Lana Sky. Das war ja klar, Leute. Da muss man nicht mal nachdenken. Die Angeklagte, Frau Lana Sky? Sie befand sich am 21. Februar um 17.15 Uhr in der Tiefgarage. Ihre Aufgabe, die Leiche des Opfers zu entsorgen. Nach Anweisung einer gewissen Person. Herr Edgeworth? Die Anklage hat keine Einwände, Euer Ehren. Kopf. Nun gut, das Gericht wird für heute eine letzte Pause machen. Wir setzen die Verhandlung in 15 Minuten für die Aussage der Angeklagten fort. Das Gericht ist fertig. Ein Moment!
Hä? Polizeichef Gant, ich dachte, Sie wollten essen gehen. Hören Sie gut zu, Lana. Er spricht mit Lana. Ich muss es Ihnen wohl nicht sagen, aber wenn Sie Wrights Forderungen annehmen, wird das schreckliche Folgen haben. Ganz genau. Ihre Schwester wird für schuldig befunden werden. Für den Mord an Neil Marshall. Ah, das ist nicht gut. Natürlich werden Sie solch unerhörten Anschuldigungen nicht unterstützen. Richtig, nur etwas voran Sie denken sollten. Also gut, ich habe eine Verabredung zum Mittagessen. Okay, wenn es keine weiteren Einwände gibt, ist das Gerücht jetzt vertagt. 25. Februar, 14.04 Uhr, Bezirksgericht, Angeklagtenzimmer Nummer 2. Wie es aussieht, sind wir noch mit von der Partie. Ja, danke Ihrer Hilfe, Edgeworth. Dieser Polizeichef, er ist ein anderes Kaliber, nicht wahr, Jungs? Inspektor Gumshow? Bin nicht der Inspektor. Oh, stimmt, tut mir leid. Ah, machen Sie sich keine Sorgen. Ich weiß schon, wo ich jetzt arbeite, werde. Klar? In Ihrem Büro. Mein Büro? Natürlich. Ich übernehme den Part des zugeknöpften Mädchens, das mit Ihnen zusammenarbeitete. Meint er etwa Maya? Trotzdem, es sieht so gut aus, als ob wir Schachmatt wären. Polizeichef Gant hat es wieder mal geschafft. Wie behält er nur immer die Oberhand? Es ist nicht fair, dass er das Recht hat, die Aussage zu verweigern, klar? Beruhigen Sie sich, Wright. Erinnern Sie sich, was Herr Richter sagte. Aber Polizeichef Gant, das ist kein Recht, auf das man sich beiläufig beruft. Es müssen einige Riesen bedacht werden. Risiken bedacht werden. Risiken? Was meint er damit? Ganz einfach. Verweigert der Polizeichef die Aussage, tritt auch das Gegenteil ein. Das bedeutet, er verliert also auch das Recht, etwas zu sagen. Emma! Geht's dir gut? Ja, als ich wieder zu mir kam, war ich im Krankenzimmer. Ich habe die Verhandlung von der Empore aus verfolgt. Also hat sie alles mitbekommen. Emma, tut mir leid, was ich vorher gesagt habe. Nein, das macht nichts. Es war die Wahrheit. Es ist komisch, wissen Sie, ich bin fast ein bisschen erleichtert. Erleichtert? Ja, jetzt weiß ich endlich, was wirklich passiert ist. Wenn ich daran denke, dass meine Schwester die ganze Zeit von diesem schrecklichen Mann erpresst wurde. Und sie machte das alles, um mich zu beschützen. Seit ihrer Ernennung zur Generalstaatsanwältin sagten alle, die sie kannten, sie hätte sich verändert. Vielleicht war es so leichter für sie. Was meinen Sie, damit? Was glauben Sie wohl? Die Anweisungen vom Polizeichef Gant befolgen. Sie muss sich tief in ihr Inneres zurückgezogen haben und hat alles gezwungen, alles zu tun, was der Polizeichef von ihr verlangte. Deshalb ist sie so kalt geworden. Es war alles mein Fehler. Alles nur, weil ich Herr Marshall tötete. Hey, mach dir jetzt bloß keine Vorwürfe. Klar, wenn du jemandem etwas vorwerfen möchtest, dann der Gesellschaft, Kleine. Polizeichef Gant mag alle mit seiner Fälschung hereingelegen. Aber nicht meine Erinnerung. Ich weiß es wieder. Ich stieß Herr Marshall in die Rüstung. Ich verstehe. Nun, wir gehen jetzt lieber wieder rein. Klar, es ist Zeit für den Schlussakt. Oh. Emma, warte noch. Nein, ich gehe mit Ihnen. Ich möchte dabei sein, wenn Lana die Wahrheit erzählt. Gehen wir, Wright. Es ist Zeit, das Ganze zu beenden. Boah, dieses dreckige, blöde Sackspiel will mich wohl verarschen. Ach Mensch, schon wieder zu Ende. Ja, liebe Freunde, ich würde sagen, ich werde den Part jetzt beenden. Ich könnte noch natürlich weitermachen, aber nee. Ich habe gesagt, die Parts werden beendet sein, wenn Fortsetzung folgt dasteht, auch wenn der Part nur 10 Minuten dauern würde, das ist mir egal. Ja. Wir haben herausgefunden, dass Polizeichef Gant doch einiges Dreck am Stecken hat. Und ich vermute mal, dass er irgendwas mit dem Mordfall an Bruce Goodman zu tun hat. Auch wenn ich, wenn das jetzt ein bisschen gespoilert ist, aber egal, ihr könnt es euch alle denken, oder? Wenn der schon so heimlich tut und nicht kooperieren will, dann hat der Typ was zu verbergen. Also egal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Part und ja.
Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Viel Spaß beim Däumchen hochgeben, auch beim Däumchen runtergeben und beim Abonnieren natürlich auch. Und wir, ja, wie gesagt, bis dann, Freunde. Und wir sehen uns im nächsten Part. Ciao!